Kurznachrichten. Die ARD berichtet: Für unsere Gebühren. Ein Abschluss der Rettungsmission in Afghanistan ist bis Ende August mathematisch unmöglich. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell glaubt nicht daran. Um den Flughafen Kabul herrscht Chaos, es soll Tote geben. Die Türkei stellt sich gegen die Flüchtlingsaufnahme. Österreich auch. Verteidigungs- oder Kriegsministerin Kramp-Karrenbauer räumt Fehler ein. Die Lage in Afghanistan wurde falsch eingeräumt. Oder man hat falschen Informanten vertraut. Möchte fast eher das Letzte vermuten. 2300 Menschen aus Kabul sind in Ramstein angekommen. Selbst sah ich unlängst ein Streetfood-Video aus Afghanistan aus diesem Jahr von einem amerikanischen Blogger. Hier konnte ich keine bärtigen Menschen erkennen. Das spricht dafür, dass man in Kabul eine vom übrigen Afghanistan weitgehend abgehobene Parallelgesellschaft inszeniert hat. Da werden noch einige Menschen auszufliegen sein, die in den letzten Jahren die Träume des Westens gelebt haben. Ein tragischer Fall. Seriöser haben in jedem Fall die unabhängigen alternativen Medien informiert. Bemüht, Sie breitseitig zu informieren in unseren Kurznachrichten. Sonntag, der 22. August 2021. Israelische Luftangriffe gibt es auf Hamas-Stellungen. Millionen von Libanesen droht bald Wassermangel. Grund die Wirtschaftskrise. Auch fehlen Medikamente. Wladimir Putin telefoniert mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Die Lage in Afghanistan stand im Mittelpunkt. Man verstärkt bilaterale Koordinierung. China hat ein neues Gesetz verabschiedet. Es erlaubt nun eine 3-Kinder-Familie. Mindestens 17 Zivilisten sterben bei Terrorangriffen in Niger. An der Grenze zum Gazastreifen ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Israelische Soldaten sollen dabei auf Palästinenser geschossen haben, die Brandsätze warfen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Russland hat Großbritannien wiederholt aufgerufen, alle Materialien zum Fall der mutmaßlichen Vergiftung des Kreml-Kritikers Nawalny zur Verfügung zu stellen. Laut der Pressesprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa hat London das zunächst ignoriert und nun wirkt es so, als ob die gesamte Geschichte manipuliert wurde. In der Ukraine wurde eine oppositionelle Internetseite geschlossen. Journalisten wurden bei Mahnwachen in Moskau festgenommen, darüber berichtet der ORF. Auch berichtet er, dass Österreich 500.000 Dosen AstraZeneca an die Ukraine spendet. Deutschland schließt sich an mit 1,5 Millionen Dosen. Angela Merkel besucht heute die Ukraine. Welch ein Gastgeschenk. Impfdosen, die hier nicht mehr verimpfbar sind. Das Robert-Koch-Institut meldet mehr als 7.000 Neuinfektionen. 7-Tage-Inzidenz 54,5. In Österreich liegt sie bei 85,3. Österreichs Kanzler Kurz möchte den Zutritt in Österreichs Diskotheken nur noch für Geimpfte erlauben. In Frankreich demonstrieren Zehntausende gegen die Corona-Regeln. Quer durchs Land gab es über 200 Protestzüge. Ähnliches in Australien. Hier gab es hunderte Festnahmen. AAP berichtet. Der Chorleiter und Dirigent des renommierten San Francisco Symphony Chorus Ragnar Bolin hat nach einem Streit um eine neue Corona-Impfpflicht angekündigt, Ende August nach 14 Jahren von seinem Posten zurückzutreten. Das geht aus der jüngsten Pressemitteilung des Orchesters hervor. Australien will seine Lockdowns erst bei hoher Impfrate beenden. 70% der Bevölkerung sollen geimpft sein. Laut Premier Morrison, bislang sind 30% geimpft. In der kommenden Woche will Großbritannien damit beginnen, die eigene Bevölkerung in umfassendem Maße auf Corona-Antikörper zu testen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet für Deutschland nicht mit einem weiteren Lockdown. Spürhunde können eine Corona-Infektion mit mehr als 90% Zuverlässigkeit an unterschiedlichen Körperflüssigkeiten erkennen. Das ergab eine aktuelle Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, die im Fachblatt BMC Infectious Diseases veröffentlicht wurde. Da kann man sich von einem Hund ordentlich am Arsch lecken lassen. Nach der Bundestagswahl im September endet voraussichtlich die 16-jährige Kanzlerschaft von Angela Merkel. Gegenüber der russischen Nachrichtenseite SNA zieht der Kölner Ökonom Rügemer eine vernichtende Bilanz. Die Kanzlerin hat weder den Osten noch die Frauenrechte gestärkt. Auch übernahmen Heuschrecken unter Merkel das Land. Auch gibt es mehr Minijobber unter Rentnern. Kosten für Energie, Zuzahlungen für Medikamente sind gestiegen. Auch gibt es härtere Sanktionen im Bereich Hartz IV. Auch nannte er die von Merkel forcierte Osterweiterung der Europäischen Union als ein weiteres Beispiel für politisch niedrig gehaltene Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen im Osten des europäischen Kontinents. Und zurück nochmal zum Eingang. Der jüngere Bruder des ehemaligen afghanischen Präsidenten Ghani, Hashmat Ghani, hat den islamistischen Taliban laut ihrer am Samstag veröffentlichten Erklärung die Treue geschworen. Tja, so sieht's aus in Afghanistan. Zum Wetter. Der Osten Mexikos ist überflutet durch den Tropensturm Grace. Ein Pinienwald in der Türkei auf der Prinzeninsel brennt. Der MDR berichtet, das ständige Abbremsen und Beschleunigen zwischen 100 km/h und 70 km/h auf Landstraßen ist nicht umweltfreundlich, könnten die Geschwindigkeiten außerorts nicht einheitlicher geregelt werden. Ich schlage die DDR-Regelung vor,
80 km/h. Interessant, dass der MDR das aufgreift. Auch Sachsens Winzer schauen sich nach neuen Rebsorten um. Diese könnten die Steillagen erobern. Die Umstrukturierung hat begonnen. Auch das Wetter hat sich umstrukturiert. Heute gibt es viele Wolken, Sonnenschein, verbreitet Schauer und Gewitter. Es besteht die Gefahr lokaler Unwetter. Das Ganze kommt von Westen nach Osten herein. Im Osten wird es noch freundlich bleiben. Die nächsten Tage werden deutlich kühler. Mittwoch im Norden Schauer. Macher Jura. Alternative Music.